Hallo zusammen, hier sind Wolf Fuß und Frank Buschmann und wir begleiten die heutige Partie aus der Liga für Sie. Hoffentlich bekommen wir heute ein gutes Spiel zu sehen. Die Fans machen auf jeden Fall schon mal richtig gute Stimmung. Auch wenn die Schere zwischen dem HSV und dem Bayern in den letzten Jahren immer weiter auseinandergegangen ist, freuen wir uns auf diesen Nord-Süd-Gipfel. Ja, das auf jeden Fall. Auch wenn der FC Bayern mittlerweile weit vorne weg marschiert. Der HSV muss aufpassen, dass es kein weiteres Debakel à la 2015, 0:8 oder 2013, 2:9 gibt. Klasse Defensivleistung zuletzt bei den Gästen. Also da sind sie bislang richtig stark. Ja, die sind wirklich stark und wenn sie das auch heute wieder zeigen können, dann haben sie hier beste Chancen. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Heute treten sie hier im 4-5-1 an. So gehen es die Bayern also heute an. Sie werden heute über die Flügel kommen, deshalb auch das 4-3-3. Ja, seit Juli 2015, da heißt die Heimspielstätte des HSV also wieder Volksparkstadion. Und für die Fans ist das natürlich ein Riesending. Nach vielen Umbenennungen haben sie endlich ihr Stadion wieder. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Speitsch. Nikolai Müller. Den Ball hat er, ganz souverän. Lewandowski jetzt. Aaron Hunt. Jetzt Müller. Jetzt Douglas Costa. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Jung. Ostrzelek. Diekmeyer. Aaron Hunt. Holtby. Iličević. Super geklärt von Neuer. Da kommt der Schuss. Guter Schuss. Knapp übers Tor. Nun Javi Martinez. Und jetzt Müller. Zweitsch. Holtby. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. Lewandowski. Zweitsch. Holtby. Nach der Aktion gibt es Freistoß gegen den FC Bayern. Schnell ausgeführter Freistoß. Jung, der Ball abgefälscht vom Schiedsrichter. Unglücklich, aber es geht weiter. Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. Vidal. Nur Müller. Lewandowski jetzt am Ball. Die Hereingabe gleich durch Alonso. Robben! Wahnsinn! Was
für ein Tor per Fallrückzieher. Was sagst du zum Tor der Bayern? Nach der Ecke kommt er mit dem Fuß dran und die Kugel ist drin. Super gemacht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt liegen die Bayern vorne. Und der Torschütze für Bayern München in der 34. Minute. Dietmeier. Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Jetzt Lahm am Ball. Nur Vidal. Und Alonso. Er zieht ab. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Und er ist nicht drin. Das war ein knappes Ding. Lewandowski jetzt. Jetzt geht Robert Lewandowski. Die Bayern machen das Tor. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Da hat er super reagiert, ganz im Gegensatz zur Abwehr. Einfach den Tick wacher. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Nikolai Müller. Und nun Alaba. Boateng holt sich den Ball. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Sie liegen hier vorne, die Gäste. Er spielt auch ihre gute Defensive wieder eine entscheidende Rolle. Und es ist ganz entscheidend, dass sie bislang hier ohne Gegentreffer geblieben sind. Eine wirklich gute Leistung. Jetzt geht's weiter. Nach der ersten Hälfte führt der FC Bayern. Philipp Lahm am Ball. Giroud. Und Alonso. Douglas Costa. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Da wird er unter Druck gesetzt. Giroud. Einwurf für die Bayern. Gute Position. David Alaba jetzt. Noch ein Einwurf. Dietmeier. Jung. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Jetzt gibt es einen Einwurf. Nikolai Müller. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Das wird einen Eckball geben. Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Diaz. Lasogga. War nicht leicht zu spielen, aber das war richtig, dass er es versucht. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen.
Douglas Costa, Tor, ganz stark gemacht. Wieder ein Tor für den FC Bayern und eine komfortable Führung jetzt. Damit ist es entschieden, oder? Zumindest sind die Bayern auf einem richtig guten Weg. Also wir haben im Fußball schon viel erlebt, aber so wie das hier heute läuft, sollten sie das packen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. So, es ist soweit. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie. Angesichts seiner Leistung war die Auswechslung absehbar, ne? Er ist nie richtig ins Spiel gekommen. Also da darf er sich über die Auswechslung wirklich nicht beklagen. Ostschulek. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Jetzt Diaz. Er schießt. Super Einsatz vom Torhüter. Diekmeier, Nikolai Müller, Aaron Hunt. Der Ball ist weg, da kam die Flanke nicht gut rein. Douglas Costa jetzt. Er ist in einer super Form nach den letzten Auftritten. Und damit ist er natürlich für die Mannschaft unverzichtbar. Aaron Hunt. Speitsch. Diekmeier. Speitsch. Lewandowski. Jetzt ist er auf und davon. Da zieht er ab. Lewandowski, er macht das Ding. Da können sie ihn nicht aufhalten. Und dann lässt er sich natürlich nicht zweimal binden. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Einseitige Nummer, die man so vorher allerdings auch erwarten konnte, Buschi. Ja, im Grunde schon, klar. Manchmal können auch vermeintlich schwächere Teams überraschen. Aber wenn da nicht viele Umstände zusammenkommen, sollten sich die Favoriten, so wie heute, dann doch durchsetzen. Diaz. Holtby. Ostrolet. Und jetzt ist der Ball geklärt. Die Bayern haben den Sieg. Die Partie ist abgepfiffen. Ich sag mal kurz und knapp. Klare Angelegenheit. Ja, Wolf, dominantes Auftreten bis zum Schluss. Und so war der Sieg, wenn wir ehrlich sind, nie in Gefahr. Diesen Sieg haben sie sich verdient. Ja, und eigentlich kommen sie ja über die Defensive. Sie stehen richtig gut. Heute waren sie auch noch eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Der Sieg also, kein Wunder.